Hallo, grüße dich und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um das Thema Leistung. Mein Name ist Thomas Klein, Spezialist für die Neukundengewinnung in der IT-Branche. Und letztens hatte ich ein Pitch-Gespräch mit einem meiner Kunden und die haben zu mir gesagt, oder potenziellen Neukunden, und die haben zu mir gesagt: Thomas, wir haben aktuell ungefähr für jede 100 Kontakte, für jede 100 Kontakte haben wir ungefähr 4 Termine und daraus ergibt sich ein Neukunde. Kannst du das besser machen? Kannst du das besser machen, beziehungsweise kannst du uns hier unterstützen, denn es ist natürlich ein unfassbar großer Zeitaufwand und wir kriegen es einfach nicht hin, die Neukundengewinnung selber abzuwickeln intern. Wir haben einfach nicht die Ressourcen dazu. Das sind also zwei Dinge. Das heißt, zum einen, wir haben die Ressourcen nicht, die Zeit nicht, und zum anderen den Status quo in Frage zu stellen und zu verbessern. Und wir gehen jetzt mal über den Status quo. Also in diesem Video geht es halt um die Leistung. Und die Leistungserbringung und hier zum Beispiel mal jetzt einfach einen Status quo in Frage zu stellen. Das heißt, nochmal zu benchmarken, und häufig sind das so, das habe ich hier Pitch-Gespräche mit meinen Kunden, wo es einfach, wo einfach schon, sagen wir mal, Kampagnen laufen. Ja, also es ist in den seltensten Fällen so, dass, das gibt es natürlich auch, dass IT-Häuser, Softwareentwickler und Berater und Dienstleister und so weiter grundsätzlich gar keine Neukundenakquise machen. Das gibt es auch. Ja. Das ist ein Fall. Und der zweite Fall ist, dass eben schon Neukundenakquise betrieben wurde, verschiedene Dinge ausprobiert wurden, verschiedene Dienstleister, verschiedene Telemarketer, verschiedene interne Kampagnen geschaltet wurden oder ausgeübt wurden, etc. etc. In diesem Fall kam der Kunde zu mir und sagt: Okay, wir haben für jede 100 Kontakte haben wir 4 Termine. Und aus den 4 Terminen kriegen wir einen Neukunden. Okay, jetzt muss man natürlich dazu sagen noch, was natürlich auch hier an diesem Beispiel noch sehr wichtig ist: Wir sprechen hier von einer ERP- und E-Commerce-Lösung, also sozusagen eine All-in-One-Lösung, die zwischen 8.000 bis 80.000 Euro kostet. Ja, das ist ja so ganz, ganz grob, aber es ist nur zur Information, es ist eine Mittelstandslösung, okay, weil das natürlich auch sehr wichtig ist, denn in der Regel abhängig von diesen Größen, wie teuer mein Produkt ist, abhängig davon hängt natürlich auch ein bisschen immer die Leistungserbringung ab. Also nochmal ganz kurz, der Status quo: Wir haben hier ein Produkt oder eine Dienstleistung in der IT-Branche, die zwischen 8.000 und 80.000 Euro kostet, eine Mittelstandslösung. Unser Status quo ist: Aus 100 Kontakten generieren wir 4 Termine und aus diesen 4 Terminen generieren wir einen Neukunden. Okay? Und das ist ganz einfach, also man kann sich das ja ausrechnen, das sind 4%. 4% Conversion-Rate, ja, das, was hier dazwischen ist, das ist die Conversion-Rate. Und sagen wir mal hier 1%, das ist eigentlich so ein typischer Wert, den ich auch bei höherpreisigen IT-Produkten und Dienstleistungen immer wieder erfahre von Kunden, die ich oder beziehungsweise potenziellen Neukunden, die ich sozusagen als Kunden gewinnen möchte, ja, für mich, dass die ihre Erfahrungswerte bei ungefähr 1% liegen. Ja, also das heißt, hier haben wir die Conversion-Raten, Die Conversions, da haben wir hier, entspricht 1% von Kontakt zu Neukunde, und von Kontakt zu Termin haben wir hier 4%, und von Termin zu Neukunde haben wir 25%, ja, was eigentlich gar nicht so schlecht ist, ja. Und das sind so die richtigen, also ich muss sagen, das sind eigentlich repräsentative, das ist auch der Grund, warum ich dieses Beispiel hier in diesem Video anspreche, das sind eigentlich repräsentative Werte, die so
querbeet in der IT-Branche eigentlich üblich sind, da wo es schon einigermaßen läuft. Ne? Wie gesagt, es gibt viele IT-Dienstleister und Softwarehersteller und so weiter und Unternehmensberater, wo eigentlich de facto gar keine Neukundenakquise stattfindet, ja? Wo das läuft alles noch ganz persönlich über den Geschäftsführer. Und dann gibt es natürlich die, wo die schon sehr viel ausprobiert haben, sehr viele Kampagnen schon ausprobiert haben, in der Neukundenakquise, intern, extern etc. pp. Und dort sind eben das, die eigentlich die Standardwerte. Ja? Und jetzt kommt natürlich hier mein Verbesserungsvorschlag. Und ich werde jetzt hier nur einen kleinen Ausschnitt machen aus dem, was ich meinen Kunden biete. Einen kleinen Ausschnitt aus der Matrix, die ich mit meinen Kunden erarbeite, wenn es darum geht, Neukundenakquise, Neukundengewinnung zu machen. Es ist ja so, dass es erstens mal, wir gehen immer davon aus, dass wir erstmal eine Liste haben von Kontakten. Ja, die müssen wir entweder einkaufen oder einsammeln. Ja? Aber das ist jetzt mal sozusagen, das nennen wir intern Targeted Accounts. Ja? Also unsere Kontakte. Dann hatten wir vorhin den Ratio Kontakte zu Terminen. Ja? Wir hier bei Klein Marketing, ja, wir bauen da nochmal einen Zwischenstep ein. Und das ist der Ratio Kontakte zu Interessenten. Ja. Warum und weshalb, das erkläre ich dann alles noch im Nachgang. Ja? Also bitte dranbleiben. Dann von außen Interessenten generieren wir wiederum einen gewissen Anteil für Termine, ja, Ersttermine, sogenannte Discovery Calls, auch abgekürzt DC, ja, also Termine, es gibt ja unterschiedlichste Arten von Terminen, ja, es gibt Termine, da findet eine Produktdemo statt, es gibt Termine, da bespricht man schon Anforderungskataloge, ja, es gibt Termine, da gibt es schon Workshop-Termine, es sind bezahlte Termine, unbezahlte Termine, also ein Termin als solches. Ja, wir reden hier vom Ersttermin, vom sogenannten Discovery Call, okay? Zu Englisch, da gibt es eben diesen Terminus dazu, gibt es in Deutsch gar keine richtige Übersetzung. Abgekürzt, das ist der Discovery Call, okay? Dann bauen wir noch eine weitere Stufe ein, also das ist dann sozusagen von Termin. In den seltensten Fällen, wir hatten vorhin das Beispiel mit einem Kunden von mir, der hat Dienstleistungen zwischen 8.000 und 80.000 Euro, eShop und All-in-One-Lösungen, ja, ERP-Lösungen. Da gibt es hier natürlich dann noch einen zusätzlichen Step, ja, den mein Kunde damals gar nicht hatte, von Termine zu Neukunden. Denn in den seltensten Fällen habe ich einen ersten Termin mit einem potenziellen Neukunden in der IT-Branche und daraufhin gewinne ich sofort entweder den Kunden oder ich gewinne ihn nicht, sondern da gibt es ja noch einen Zwischenstep. Ja? Denn in diesem Discovery Call, in diesem Ersttermin, da finde ich ja erst einmal richtig heraus, ja, eigentlich, was die eigentlichen Anforderungen, Bedürfnisse meines potenziellen Neukunden sind und ob ich, ja, mit meiner Dienstleistung, Produkte, die ich mit meinen Kernkompetenzen, ja, überhaupt hier dienlich sein kann. Das heißt, der Match, ja. Das heißt, hier ist eine ganz, ganz wichtige, entscheidende Zwischenstufe nochmal. Von Termin zu Neukunde ist Termin zu Opportunity. Ja? Das heißt, OPTI, abgekürzt OPTI, ja, das kommt auch aus dem Englischen, ursprünglich auch aus den USA. Die Opportunity. Eine Opportunity ist letztendlich, wo ich, das erkläre ich dann gerne nochmal ausführlicher, wo ich letztendlich den Match hergestellt habe, ja, zwischen dem, was ich biete und was mein Kunde benötigt. Ja. Und daraus, aus dieser Opportunity heraus, entsteht dann der Neukunde. Ja. Das sind also 1, 2, 3, 4, 5 Ebenen. Ja. Erstens, erste Ebene, Kontakt. Ja. Völlig blanko Kontakt, eingekauft oder zustande gekommen über die Webseite oder einfach kalt angerufen, recherchiert, was auch immer. Die nächste Ebene, nochmal zur Wiederholung, Interessent.
Ich generiere dann aus diesen Kontakten Interessenten. Ja, das kann ich automatisieren, halbautomatisieren, dazu aber später mehr in einem weiteren Video. Aus diesen Interessenten dann generiere ich dann Termine. Ja? Ersttermine, sogenannte Discovery Calls. Ja, da stelle ich dann erstmal fest, okay, inwiefern, ja, also hier mache ich sogenannte Cold Calls. Oder ich schalte Traffic, Werbeanzeigen, ja, oder ich mache Webinare, oder ich schalte Werbeanzeigen auf Webinare bzw. Downloads, ja, E-Books. Und dann habe ich jetzt einen riesigen Pool von Interessenten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Interessenten muss ich dann sozusagen hier matchen. Hier findet dieser Match statt. Ja, matchen mit meinem Kernkompetenzen. Das heißt, Bedarf versus Kernkompetenz. Ja, und diesen Step, den übersehen schon manche. Ja, wie vorhin eben in dem Beispiel, der potenzielle Neukunde, der mir eben seine Daten gesagt hat, wir haben 100 Kontakte, aus den 100 Kontakten generieren wir eben 4 Termine. Ja, aus 100 Kontakten 4 Termine. Ja, okay, wie sieht es denn dazwischen aus? Wie viele Interessenten habe ich denn aus diesen 100 Kontakten generiert? Warum? Weil diese Größe mir nämlich über etwas aussagt über die Zielgruppe. Das ist nämlich die ganz, ganz wichtige Geschichte hier. Ich kann hier prüfen, Zielgruppe prüfen. Ich kann hier prüfen, ob ich die richtige Zielgruppe targetiere. Ja? Ich habe nämlich hier, deswegen nennen wir hier oben diese Ebene auch nicht nur Kontakte, sondern wir nennen das, ich kürze das mal mit TA ab, ja? Targeted Accounts. Das sind letztendlich Accounts, ist für uns intern, ist ein Account eine Firma. Ja, ein Unternehmen, ein potenzieller Neukunde im B2B-Geschäft. Ja. Und der Ratio von Targeted Accounts, also Zielgruppe, Unternehmen, der Ratio von Unternehmen, die wir angegangen sind, ja, sei es telefonisch oder auch per Werbeanzeigen, zu Interessenten ist 1:1 unserer Zielgruppe. Das heißt, wenn wir sagen, okay, wir haben hier eine sehr schlechte Konvertierung, wir kriegen hier kaum Interessenten, dann haben wir vielleicht die falschen Unternehmen angegangen. Ja? Dann der nächste Ratio ist, wir haben aus den Interessenten generieren wir Termine. Okay? Hier also der Match Bedarf Kompetenz. Das heißt, hier auf dieser Ebene haben wir herausgefunden, okay, wir haben hier sehr, sehr viele Interessenten aus unseren Unternehmen. Das heißt, wir haben schon mal die richtige Zielgruppe. Ja. Aber hier stellt sich heraus, in dieser Ebene, ob unsere Kernkompetenz auch den Bedürfnissen der bereits identifizierten Zielgruppe Genüge tut. Ja. Ob wir sozusagen vielleicht mit unserer Kernkompetenz wir vielleicht einen guten Markt entdeckt haben hier, ja, wo sehr, sehr viel Interesse herrscht. Ein guter Markt mit einem ganz bestimmten Painpoint zum Beispiel, Bedürfnisse. Das haben wir so, die Hausaufgabe haben wir jetzt bis hierhin vielleicht richtig gemacht. Aber vielleicht gibt es ja hier ungenügenden Match mit unserer Kernkompetenz. Ja, zum Beispiel Ähm,
Wenn wir sagen, okay, wir haben hier, hier wieder ein Beispiel von meinem Kunden, der sagt, wir haben hier eine Ratio von 4 Termine zu 100 Kontakten. Ja, das sind halt 4%. Ja, ist jetzt nicht so sonderlich gut. Und einer der Gründe könnte vielleicht sein, da kommen wir auch noch später dazu, welche Gründe da wir erfahrungsgemäß haben. Das sind meistens so 4, 5 mega Gründe, Hauptfaktoren. Der Grund kann halt hier zum Beispiel sein, dass ich sage, unsere Zielgruppe, die wir hier angegangen sind, die haben zwar alle den Painpoint, also das, ich habe, sagen wir mal, vom Bedarf her, habe ich die richtige Zielgruppe angegangen, bin ich die richtige Zielgruppe angegangen, aber keiner von denen hat mehr wie 5.000 Euro Budget, ja, nur mal als Beispiel. Und meine Produkte und Dienstleistungen beginnen aber Minimum bei 8.000 Euro. Ja, dann habe ich hier zum Beispiel einen Fehler gemacht bei dem Match. Ja, und das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen von euch vielleicht total banal und fragt sich, okay Thomas, was erzählst du mir hier eine halbe Stunde lang von Dingen, die mir sowieso selbstverständlich sind. Aber du würdest nicht glauben, wie häufig hier einfach, sagen wir mal, Interessenten reingelockt werden in meinen Marketing-Funnel, in meinen Marketing-Vertriebsprozess, weil man sich bewusst ist, okay, das sind Interessenten oder das ist eine Zielgruppe, die, wo aktuell viel passiert, ne, die aktuell vielleicht viele Schmerzpunkte haben etc. Aber man hat dann nicht die richtige Kernkompetenz. Ja? Also man will dann sozusagen einen generierten Pool von Interessenten, die vielleicht sogar den richtigen Schmerz haben, aber halt nicht genügend Geld. Ja? Oder die vielleicht genügend Geld hätten, aber nicht den konkreten Schmerz. Ja, also welche 4, 5 Faktoren, da mache ich ein extra Video dazu. Ich werde dann jedes einzelne dieser oder die wichtigsten dieser Ebenen nochmal herauszoomen, nochmal reinzoomen und herauspicken und reinzoomen und dann nochmal ein extra Video dazu machen, nehme ich mal stark an. Vielleicht auch mit einer PowerPoint detailliert nochmal. Okay, dann ist ganz, ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ja? Denn hier werden viele, viele Fehler gemacht. Und ich rede hier, wie gesagt, immer. Alles, was ich hier sage, ist Erfahrung aus der Praxis. Ja? Alles, was ich hier sage, ist Erfahrung aus der Praxis. Hier gibt es absolut kein ja, theoretisches Wissen, was ich hier vermittle auf diesem Video. Ja? Dann haben wir hier Termine zu Opti. Ja? Das ist sozusagen die vierte Ebene. Und die vierte Ebene sagt Folgendes aus. Auf dieser Ebene Opportunity, die ich hier zusätzlich mit eingefügt habe, ist vielleicht sogar eine der wichtigsten Ebenen überhaupt. Und ich mache das mal mit grün, weil das nämlich so wichtig ist. Hier stelle ich fest, ob meine Positionierung aufgeht. Ja, meine Positionierung, die ich hier oben bereits seit dem ersten Touchpoint sozusagen kommuniziere. Ja. Hier wird diese eine Frage wird hier beantwortet. Geht meine Positionierung auf? Fragezeichen. Die wird in dieser vierten Ebene hier beantwortet, diese Frage. Kurzes Beispiel. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der spezialisiert auf Webshop-Technologie von IBM. Die nennt sich WebSphere. Gibt es in Europa kaum noch einen Marktanteil von, ich glaube, weniger wie 10 oder 5% aktuell. Aber in den USA und global noch sehr stark verbreitet.
Dieser Kunde positioniert sich hier oben, ja, auf seiner Landingpage. Wir sind Experte für E-Shop-Technologie für den europäischen Mittelstand, mal übersetzt auf Deutsch. Das ist die Positionierung, jetzt nur mal als Beispiel. Ja. Dann sammelt er einen Haufen Interessenten ein. Die Interessenten werden dann geprüft, ob das die richtige Zielgruppe ist. Ja. Ist Fragenkatalog durchgesprochen, ist die richtige Zielgruppe. Wir sind Mittelstand, wir haben Bedarf für eine Webshop-Technologie etc. etc. Kommen in den Discovery Call hinein. Budget wird auch abgefragt, ist meistens, wissen wir noch nicht so richtig, kriegt man meistens keine konkrete Zahl. Dann hier im Termin ist aber dann plötzlich das Problem, dass aus dem ersten Termin, aus diesem Discovery Call, kein vernünftiger Match entsteht und keine vernünftige Conversion-Rate an Opportunities. Warum? Weil ich nämlich hier mich positioniert habe, mich adressiert habe an den europäischen Mittelstand mit einer IBM WebSphere Technologie, eine E-Shop-Technologie, wo die Lizenzkosten bei ungefähr, ich glaube, an die 200.000 Euro kosten. Der durchschnittliche deutsche Mittelstand hat aber ungefähr ein Budget von zwischen 8.000 und 80.000 Euro für E-Shop-Technologien und ähnliche Sachen. Ja, das ist nämlich dieser Kunde, von dem ich vorhin gesprochen habe. Der hat sich auf diese Zielgruppe nämlich spezialisiert. Ja, deswegen weiß ich das nämlich ganz ziemlich sicher. Und auch aus vielen, vielen Gesprächen. Der typische deutsche Mittelstand, der sich digitalisieren will, der seine Vertriebswege digitalisieren will, der E-Shop-Technologie einsetzen will und so weiter und so weiter, der sozusagen seinen eigenen Marktplatz machen will, ja, teilweise nur ein paar Schnittstellen. Wenn du dem sagst, okay, die Lizenzkosten kosten alleine 200.000 Euro, dann fällt er aus allen Wolken, ja, dann ist das Gespräch beendet. Das heißt, wenn du hier Interessentenpool aufbaust mit der Überschrift, wir sind die Experten in der E-Commerce-Branche für den deutschen Mittelstand oder den europäischen Mittelstand, dann ist die Positionierung eben ein bis drei Stufen geringer als deine eigentliche Kernkompetenz, in dem Fall IBM WebSphere. Und IBM WebSphere ist somit unter einer der teuersten E-Shop-Technologien, die teuerste ist, glaube ich, von Oracle, die es da draußen aktuell so gibt. Und deswegen ist diese Opportunity-Ebene, diese vierte Ebene so extremst wichtig, denn hier entscheidet sich, hier wird die eine und die allerwichtigste, vielleicht sogar die allerwichtigste oder eine der wichtigsten Fragen eines jeden Dienstleisters und Beraters und Expertenhaus, Systemhaus, Unternehmensberater beantwortet, eines jeden Unternehmens letztendlich. Geht meine Positionierung auch auf? Habe ich da irgendwas in Sachen Positionierung falsch gemacht? Dann muss ich das eben ajustieren und verbessern. Ja? Es bringt nichts, wenn ich hier einen riesigen Interessentenpool aufbaue mit ganz konkreten Bedürfnissen, ich aber nicht die Kompetenzen habe oder das Offering, das Angebot, welches hier einen Match, einen möglichst genauen, ein exact Match, ja, also ein genauer Match gibt es selten, aber möglichst genauen Match stattfindet. Und dann hier natürlich die fünfte Ebene, ist halt der Neukunde, ja.
Und hier gibt es eigentlich noch eine sechste Ebene, gibt es eigentlich noch sozusagen die, wenn ich einen Kunden gewonnen habe, ja, wie gehe ich dann mit dem Kunden um? Na, wie baue ich den eben weiter aus? Wie pflege ich den Kunden, dass ich ihn nicht wieder sofort verliere? Wie halte ich den Kunden möglichst langfristig natürlich? Denn jeder Energie- und Zeitaufwand, einen Kunden zu halten, ist in der Regel viel geringer, als wie Neukunden zu gewinnen. Das ist aber auch nicht immer wahr. Ja. Wie baue ich den Kunden weiter aus? Nach Möglichkeit, da gibt es manchmal Möglichkeiten, manchmal mehr, manchmal weniger. Okay, also das soll es gewesen sein. Hier nochmal ein paar Tipps, wie ich jetzt sozusagen diese Conversion-Rate, Opportunity zu Neukunden optimiere. Hier geht es letztendlich um diese eine konkrete Sache, die Teil meines Vertriebsfunnels ist, und das ist der, ich mache das mal in Orange, weil es auch sehr wichtig ist, und das ist der USP. Wenn ich jetzt durch alles gelaufen bin, ja, was hier auch noch reinkommt, USP, Vertrauen, ja, Vertrauen und Sympathie. Vertrauen, Sympathie, Speed of Implementation, wie schnell kann ich das liefern, was mein Kunde braucht. Ja, Speed. Und Status. Das sind so die Gründe oder das sind so die Stellschrauben, um diese Conversion Rate hier nochmal zu verbessern. Das heißt, selbst wenn ich in der Positionierung einen guten Job gemacht habe, jetzt rückwärts betrachtet, ich habe hier einen guten Match gemacht, ich habe hier einen guten Interessentenpool aufgebaut, habe hier einen guten Job gemacht, Interessenten sehr hohe Conversion-Rate von Kontakt, von Zielgruppe zu Interessenten. Und ich bin dann hier unten angelangt und ich habe einen schönen Pool an Opportunities aufgebaut, dann sind das ja immer noch keine zahlenden Kunden. Ja, das ist ja immer nur, das sind ja immer nur noch Teilerfolge. Ja, hier ist ja noch gar kein Geld geflossen. Ich habe zwar Opportunities, die steht zwar kurz vorm Abschluss, mehr oder weniger, aber es kann in einem Sales Cycle, im B2B-Geschäft, ja, in der Geschäftswelt, Sales Cycle kann das immer noch, kann immer noch 6 Monate dauern, bis der erste Euro fließt, der erste Return Investment all dieser Aktionen, die ich hier gemacht habe, das ganze Marketing, was ich hier reingesteckt habe und meine Vertriebsleute und so weiter. Und um das eben hier zu optimieren, ist wichtig, hier eine möglichst hohe Conversion-Rate zu haben von Opportunity zum Neukunde, zum ersten, sozusagen, wo der erste Euro fließt. Manchmal gibt es ja auch hier schon Workshops und so weiter, aber du willst hier einen vollwertigen zahlenden Kunden, ist eben der USP, denn häufig bist du hier noch mit 2 bis 3, maximal 4 weiteren Mitbewerbern immer noch im Rennen. Das heißt, idealerweise nur ein Mitbewerber. Ja? Aber häufig ist auch ein Unternehmen, besonders die größeren Konzerne, wenn du Geschäfte machen willst mit Konzernen, die sind teilweise sogar verpflichtet, immer mindestens eine Shortlist von 3 bis 5 Mitbewerber aufzustellen, damit es sozusagen, damit sie sich rechtfertigen können ihren Vorgesetzten, ihren Aufsichtsräten gegenüber, dass sie sagen können, na gut, wir haben ja den Markt ausführlich sondiert und der Beste ist dieser jener und mit dem machen wir jetzt den Auftrag, und das könnten sie ja so nicht rechtfertigen, wenn sie grundsätzlich keine Shortlist machen. Deswegen ist hier immer noch eine Shortlist vorhanden meistens, und in dieser Shortlist zur Pool Position zu kommen, zur ersten Position, denn nur einer kriegt in der Regel den Auftrag. Manchmal wird es auch aufgeteilt, je nachdem, wenn der Auftrag größer ist, das gibt es auch. Das ist der USP gegenüber, dass du
nochmal genau darüber nachdenkst, was ist mein USP gegenüber den Mitbewerbern, die noch auf der Shortlist sind. Idealerweise weißt du, wer noch alles auf der Shortlist ist. Das kann man innerhalb dieses Prozesses auch herausfinden meistens. Vertrauen, Sympathie ist meistens immer noch ein Faktor. Ja, wenn der Kunde sagt, wir wissen noch nicht so richtig, stimmt zwar alles bisher, ja, Positionierung passt, Bedarf, Kompetenz, aber wir vertrauen noch nicht, wir haben noch kein hundertprozentiges Vertrauen. Das ist meistens eine Sache auch von Status. Ja? Also stimmen die ganzen Referenzen, die Erfahrung, die Kompetenz. Ja? Dann Speed of Implementation, ja, wie schnell kann ich sozusagen liefern? Ja, wir kennen das auch im Kleinen wie im Großen. Ja? Also wenn du, sagen wir mal, ein paar Dinge einkaufen willst online, ja, und Amazon liefert dir das Ganze innerhalb von 24 Stunden. Und ein anderer Shop, ja, braucht irgendwie 2 Wochen, dann gehst du halt zu Amazon und bestellst es da, selbst wenn es 1 Euro mehr kostet. Ja. Dann Sympathie, hat häufig was auch mit Vertrauen zu tun. Ja. Das Sympathielevel ist natürlich immer höher bei Leuten, denen ich vertraue. In der Regel vertraue ich Leuten mehr, die mir sympathisch sind. Ne? Das ist also so ein Wechselspiel. Und Sympathie und Vertrauen ist sehr, sehr wichtig. Wird häufig aus Status auch generiert. Ja, wenn ich sage, ja, ich habe das, was ich jetzt Ihnen anbiete, mein lieber Herr Kunde, oder was ich Ihnen sozusagen anbieten kann, habe ich in der mehr oder weniger derselben Art und Weise schon 120 Mal erfolgreich gemacht. Dann entsteht daraus eben Vertrauen und dadurch eben auch Sympathie, ne, weil ich einfach weiß, um was ich rede. So, das ist also die Art und Weise, wie wir hier Leistung messen können. Normalerweise gehen wir mit unseren Kunden den Weg bis hierhin, ja, bis zur Opportunity, und dann übergeben wir das unseren Kunden. Ja, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte hier nochmal den Prozess, den ich vom Kunden ursprünglich bekommen habe, naja, also wir haben Kontakte, Termine und dann Neukunden, nochmal ein bisschen detaillierter aufdröseln und nochmal ein bisschen herauskitzeln, okay, welche Stellschrauben, wo man ansetzen könnte, um insgesamt die Performance eben zu verbessern. Ja? Also was wir hier so, sagen wir mal, ungefähr für Performances haben im Enterprise-Bereich, also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ja? Das hängt natürlich davon ab, wer ist meine Zielgruppe und was ist meine Kompetenz. Ne? Bin ich nur ein Berater, Beratungsdienstleistungen, dann habe ich dann natürlich andere Kennzahlen, als wenn ich jetzt, wie gesagt, IBM WebSphere verkaufen will, mit Lizenzkosten von 200.000 Euro, dann habe ich hier auch wieder andere Kennzahlen. Deswegen kann ich dir jetzt keine Kennzahlen einfach mal so draufschreiben, weil es einfach total unrealistisch wäre. Hier möchte ich mal sagen, also wir haben hier bei dem Kunden, wo hier, sagen wir mal, 1% hat, den konnten wir auf knapp 3% erhöhen. Ja. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das macht dann schon eine Menge aus, ja, hinten raus. Hier ging es aber um teilweise auch sehr kleine Offerings. Ja. Okay. Das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, beim nächsten Video bist du wieder mit dabei, wenn es heißt, ja, Neukundengewinnung, nicht wahr? Okay, bis dann. Tschüss. Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, tschüss.